Ja, vielen Dank, Klaus Riedel von der für uns ganz wichtigen Gruppe SPDlerinnen und SPDler gegen Stuttgart 21. Ich habe wieder ein paar Ansagen zu machen. Als allererstes darf ich mich herzlich bedanken bei Peter Krohmann für seinen 50. Bürgerbrief, den er momentan verteilt. Herzlichen Dank an Peter Krohmann. Dann darf ich noch mal kurz die Veranstaltung ankündigen, die gerade schon in der Rede von Klaus Riedel genannt wurde. Stresstest Arbeitsplätze am 20. Juli 19.30 Uhr im Gewerkschaftshaus Großer Saal. 20. Juli ist übermorgen Mittwoch. Dann am kommenden Samstag im Schlossgarten am Pavillon eine politische Veranstaltung mit Reden und mit Musik mit Konstantin Becker und Hannes Wader. Herzliche Einladung dazu, Samstagabend um 14 bis 18 Uhr. Sonntag. Ich wollte mal gucken, ob alle aufpassen. Dann gibt es am Montag, am kommenden Montag, um 17.30 Uhr vor der Montagsdemo wieder ein Plädoyer für den Südflügel von den Architektinnen und Architekten für K21. Überschrift des Vortrages: Der Südflügel an den Parkterrassen, eine Vision. Und ebenso am nächsten Montag, dann um 20 Uhr im Rathaus Stuttgart, schöne neue Stadt, Fragezeichen, Suggestion und Wirklichkeit im Rathaus, auch von den Architektinnen und Architekten für K21. Und dann habe ich am Anfang vergessen zu sagen, wer ich bin. Ich bin Bertolt Fries, Landesgeschäftsführer vom EOND Baden-Württemberg. Die Rednerin kommt hier aus Stuttgart. Sie ist frisch gewählte Landtagsabgeordnete der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Brigitte Lösch, und Vizepräsidentin des Baden-Württembergischen Landtags. Vielen Dank, dass du da bist, Brigitte. Deine Bühne.